Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum Ocarina of Time und Majora's Mask Combo Randomizer. Wir haben im letzten Part wieder ein paar schöne Gegenstände bekommen, unter anderem auch den Enterhaken endlich. Das heißt, wir könnten jetzt sogar theoretisch in den Waldtempel gehen als Kind, was echt komisch wäre, weil wir können halt den Bogen nicht benutzen. Das ist halt ja ein bisschen suboptimal, weil irgendwo bleiben wir dann auf jeden Fall stecken. Wir haben aber auch schon zwei kleine Schlüssel für den Waldtempel, was auch nicht schlecht ist. Nichtsdestotrotz, ich würde, glaube ich, ganz gerne erst nochmal in Majora's Mask reingehen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Oh, guck mal, warum habe ich jetzt... Okay. Wenn ich das drauf habe, dann habe ich ein anderes Schild. Interessant. Okay, ich würde gerne nochmal in Majora's Mask reingehen. Denn ich würde da gerne das Deku-Spiel am dritten Tag noch beenden, bevor ich das irgendwie vergessen sollte. Und andererseits haben wir auch noch das Ding mit der Katen, also mit der Fuchsmaske. Ich weiß gar nicht, kann ich das jetzt nochmal wiederholen? Bei dem Busch? Geht das? Ich will es mal versuchen. Und sollten wir das nicht nochmal machen können? Mir fehlt halt so viel Zeug noch, gell? Magie und Fernkampfwaffe und... Ach, hast du nicht gesehen. Okay, das geht jetzt gerade nicht. Aber theoretisch... Es ist nur ein Item, oder? Ich muss dieses Quiz nicht zweimal machen. Ich habe, glaube ich, nur ein Item, was ich brauche. Oder was ich bekommen kann maximal. Und ich habe jetzt, glaube ich, die Möglichkeit, das alternativ auch noch... vor dem Weg zur Lon Farm zu machen, das Quiz. Richtig. Und dann, ja, hoffe ich, dass ich da wenigstens ein bisschen Glück habe. Außerdem, ich will mal gucken, ob ich irgendwie Käfer in so ein Loch reinschmeißen kann. Das will ich auch nochmal gucken. Wir haben ja so ein Erbsenloch. Und ja, das war jetzt gerade mal so mein Gedanke, ob das was bringt, ob ich da auch irgendein Item erhalte, beziehungsweise ob da irgendwas randommäßig rauskommt. So, passiert da was? Kommt dann Signalton? Erstmal ja. Ich kann die aber nicht direkt nochmal einsammeln. Kommen auch nur 20 Rubine raus, schade. Frage ist, sind die jetzt random gewesen oder... Who knows? Who knows? Okay, sollte ich vielleicht nochmal probieren, wenn ich die Möglichkeit habe. Geh weg. Ich gehe nochmal kurz auschecken, ob ich hier vielleicht den Fuchs nochmal rauf beschwören kann. Und wenn ja, ob er mir noch ein paar Fragen beantwortet. Oder andersrum, ob ich ihm ein paar Fragen beantworten kann. Okay. Probieren wir es mal. Ja, okay. Er ist zumindest schon mal da. Dann stell mir noch mal ein paar Fragen, bitte. So. What weapon do's... okay, das ist ein Bow. Das ist easy. How many cows? Oh, man. 4. Shit. Ja, okay, das war's. Das heißt, das dürfen wir auf jeden Fall noch mal machen. Ah, sorry, Leute. Ich war noch nicht auf der Romani Ranch, ne? Woher soll ich das wissen? Ach, kacke. Ja. Vielleicht hätte ich da mal Google aufmachen sollen, aber ja, komm. Man lernt aus seinen Fehlern. Irgendwann werden wir es schon... Waren wir in dem Loch schon mal drin? Irgendwann werden wir es schon mal machen. Oder schaffen. Ach, guck. Hier waren wir nämlich noch gar nicht drin. Feuerpfeile. Cool. Feuerpfeile? Ne, Feuerpfeile haben wir noch nicht. Nice. Achso, Majora's Mask. Oh, oh. Das ist natürlich auch geil. Krass. Jetzt, ja, toll. Minus Rubine. Vielen Dank. Vielleicht gibt uns die Kuh ja noch irgendein geheimes Item. Du. Komm. Jo, naja. Okay.
Hier oben das Ding nochmal runterschuben. Okay. Sieht ein bisschen merkwürdig aus als Kind. Wahnsinn. Aber gut. Wir haben auch nochmal ein bisschen was bekommen. Feuerpfeil für Majora's Mask. Fehlt mir halt nochmal der normale Bogen irgendwie. Das Loch habe ich irgendwie übersehen. Ich wusste gar nicht, dass da eins ist. Okay, Leute, ich würde sagen, wir gehen nochmal Richtung Sumpf. Wir haben ja auch noch die rote Potion. Bedeutet, theoretisch kann ich da... Ja, ja, geh weg. Theoretisch kann ich da was machen. Alter, wie viele. Wie mir halt auch immer noch die Ocarina fehlt, ne? Das ist so traurig. Das ist ja so das, der größte Akt, ne? Da oben ist er halt einfach, die Ocarina. Okay. Oh, warte mal. Ich kann da bestimmt einfach als Unilink durchlatschen, oder? Kann das sein? Der zutscht mich einfach weg. Warte mal, komm ich da... Ich komme da nicht durch. Okay, ich brauche da... Aber gut, man kann als Unilink einfach durchlatschen. Das ist schon mal gut zu wissen. Das macht es schon mal leichter. Ja, es ist Tag 2. Hatte ich auch schon wieder ganz vergessen. Ja, da oben... Ist da oben nicht auch irgendwas drauf? Hier? Auf der Hütte? Ist da nicht auch ein Herzteil oder so? Oder irre ich mich da jetzt? Kann man da nicht auch irgendwas holen? So, Herzchen. Unilink, kannst du, jo, du kannst leider klettern. Natürlich kannst du das. War hier irgendwas oben drauf? Warte mal. Nein. Okay, Unilink ist sehr big. Ja, komm. Nee, da komme ich gar nicht hoch. Keine Ahnung, was mir da gerade in die Gedanken gekommen ist. Das war auf jeden Fall falsch. Okay, schauen wir mal, was Unilink so bewirken kann. Hier, Äffchen. So, in dem Loch waren wir ja schon. Sie ist fleißig am Suchen. Ich brauche immer noch den Flaschenshop von ihr, ne? Da kriegt man ja auch noch ein Item. So. Dann nehmen wir einmal das hier. Hallo. Guck mal, ich habe hier was für dich. Ja, lecker. Voll die Frame-Einbrüche. Wenn Hexe Potion trinkt, kriegt man Frame-Einbrüche. Wahnsinn. Okay. Neue Energy. Ich trinke erstmal einen Schluck Kaffee. Ich brauche auch Energy. Sehr schön. Und jetzt gehen wir schön in den Bootsverleih. Na toll. Ach ja, Leute. Nein, ich will nicht mit den Affen reden. Ja, ich will noch ein paar Sachen auf jeden Fall im Sumpf auschecken. Die wir, denke ich mal, wo wir, denke ich mal, noch ein bisschen was machen können. Einerseits könnte ich ja den ganzen Sumpf hinterwärts noch ablatschen, ne? Das ist ja auch möglich. Also hier quasi, wo es zum Tempel geht, da könnte ich ja auch alles noch untersuchen. Da gibt es ja auch noch Unmengen an Schatzkisten. Ich weiß nur nicht, wie weit ich komme, weil... Wo latsche ich denn schon wieder lang? Ich weiß nur nicht, wie weit ich komme, denn ihr wisst ja, da gibt es ziemlich viele Gegner. Viele, die man auch so mit... ja... Fernkampfwaffen, wie den Deku-Nüssen töten muss. Müssen wir mal gucken, wie weit wir kommen. So, dann... Okay, ich krieg ein Herzchen. Und dann machen wir jetzt hier eine schöne Bootstour.
Wir haben es jetzt 3 Uhr nachts. Wir haben eigentlich noch massig Zeit. Ich würde aber auch gerne den Waldtempel nochmal auschecken mit dem Hookshot. Bin ich ganz ehrlich zu euch. Also hier hat man jetzt schon alles untersucht, ne? Wir erinnern uns. Wir waren hier schon überall mal. Da lagen auch einige Items rum. Ich denke halt auch, dass auf der anderen Seite vielleicht noch die Möglichkeit besteht, dass da das ein oder andere Item rumliegen könnte. So, und ich würde jetzt gerne mal den Weg hier gehen. Von hier nach da oben. Da kriegen wir ja... Oh, ah, stimmt, da kriegen wir ja auch das Lied. Ich muss nur gucken, ob wir da hinkommen. Das ist halt die Sache, weil da kommen halt auch so... Disbarking? Ja. Da kommen halt auch so... komische Insektenviecher, die halt super nervig sind. So. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Wenn nicht, können wir auch nochmal ins Cooldie-Haus gehen. Da können wir vielleicht auch noch ein bisschen was machen. Wir haben jetzt auch die Bomben Dingens Pups. Okay, guck mal, hier kommen wir nämlich hierher. Erster ist down. Die Frage ist, der andere, kommt der auch her? Sieht mir nicht so aus. Okay, das haben wir geschafft. Haben wir auch gekillt. Nice. Sehr schön. Okay, guck mal. Jetzt mal, gehen wir einmal hier rüber. Dann gehen wir mal hier rüber. Jetzt ist auch gleich Tag 3. Ich hätte das gerne an Tag 1 gemacht. Aber da war ich irgendwie nicht so schlau. So, ich warte mal ganz kurz. Schön Zelda-Fan im Hourglass wieder. So. Oh, ich krieg sogar ein Item. Ich hätte gedacht, ich brauche die Ocarina dafür. Aber gut, nehmen wir ja. Nehmen wir gerne. So. Genau. Hier wollte ich hin. In den Sumpf. Woodfall. Denn hier gibt es ja auch ein bisschen was an Items zu holen. Zum Beispiel hier die erste Schatzkiste. Skulltula-Token. So, ich glaube, das ist das Einzige, was ich von hier erreichen kann. Und den Rest muss ich halt über die schwierigere Methode erreichen. Die Frage ist halt, wie schaffe ich das so? Super, so nicht. Kann da Oni-Link was klären? Ein bisschen geringfügig, würde ich sagen. Guck mal, da gibt es auch Items. Ich sollte mich ein bisschen umgucken. Alter. Oh Gott. Wir können dann auf jeden Fall noch eine Statue aktivieren. Tegunüsse hätten wir auch. Nein, du blödes Deku-Kerlchen. Ah, man landet zum Glück hier einfach. Okay. Hi. Sehr gut. Drüben haben wir noch eine Schatzkiste und ich glaube, es gibt dann noch eine. Sollte. So. Erstmal schön Statue aktivieren. Einen Schluck süffeln. Okay, und dann nehmen wir uns da drüben einmal die Schatzkiste mit. Düdüm. So. Was haben wir denn hier Schönes drin? Alter, wie viele Skull, die sich hinterher geschmissen bekommen. Das ist ja unfassbar.
Okay, Unilink ist wieder am Start. Nice. Das ist so krass, ey. So, komm her. Tschüssikowski, mein Freund. Ich könnte jetzt mal gucken. Soll ich da mal reingehen? Komm ich da rein? Komm ich gar nicht rein. Wie kommt man da rein? Hä? Von da oben. Ja, das war doof. Ja, weil ich habe bis jetzt nicht eine Fee von Majora's Mask gefunden. Ob die einfach Standard sind im Dungeon? Das könnte ich mir mittlerweile fast vorstellen irgendwie. Oder ich habe die irgendwie ausgelassen. So, das lief gut. Eine Schatzkiste haben wir noch, Leute. Die schnappe ich mir. Shit, da ist der Hylia-Schild von Ocarina of Time. Und ich habe so viel Kohle bezahlt. Ah, das ärgert mich jetzt natürlich ein bisschen. Aber gut. Schön. Da haben wir das hier auch schon mal geklärt. Ich hoffe einfach mal, dass hier nicht noch andere Items irgendwo rumlagen. Ja, toll. Ich hoffe es einfach mal. Ne? Das war auch dumm. Okay. Mit der Blume bitte. Was können wir noch machen? Was können wir noch machen? Ich gehe jetzt noch mal mit der Bootstour rückwärts. Und dann hole ich mir erstmal noch den... das dritte Minispiel. So. Gucken wir mal. Gucken wir mal, ob wir hier noch irgendwas finden. Es sollte... Wir kommen ja nicht direkt wieder bei der Fotobox raus, oder? Bei dem Fotoladen. Oder? Da kommt auch nochmal so ein Zwischenabschnitt. Wenn ich mich nicht irre. Ich hoffe es zumindest. So, ja, wie gesagt, Skulti House können wir nochmal reingehen. So, erstmal romantisch noch ein Stück Kaffee trinken auf der Bootstour. Ein Stück Kuchen hätte ich auch noch gerne. So, jetzt kommt die große Frage. Ist hier nochmal ein Zwischenabschnitt? Nee, tatsächlich nicht. Ah, da oben ist sie, die Ocarina, Leute. Die könnte es hier so viel einfacher machen. Ich könnte dann einfach die Zeit verlangsamen und so. Auch das wäre so schön, oder? Wäre das nicht schön? Ich würde es lieben. Okay, dann haben wir das jetzt auch gemacht. Da bin ich erfreut. Und ich bin ehrlich, wir gehen jetzt einfach noch mal schnell das Deku-Spiel an Tag 3 machen. Und dann werden wir wahrscheinlich zurück nach Ocarina of Time zurückkehren. Genau. That's the plan. Da 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 da. Und freut sich doch immer wieder über die Musik. Ba, 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 ba. Okay. Dann haben wir nämlich dieses Deku-Spiel auch abgeschlossen. Müssen das nicht nochmal machen. Dann bin ich happy. Dann bringen wir unser Geld noch auf die Bank, würde ich sagen. Und ja, ich sag mal, das Einzige, was wir eh machen können, ist dann auf der... im Sumpf noch ein bisschen rumrennen. Im Skulti-Haus. Hoffen, dass wir die ein oder andere Skulti vielleicht noch wegkriegen und ein paar Items absahnen können. Aber wir können es eh nicht komplettieren, weil uns halt verschiedene Items fehlen. Ich glaube, Bogen und Magie wären schon von Vorteil. Naja. So, Leute. Das machen wir auf jeden Fall noch. Ich mache nochmal kurz einen Save. Das schön an Tag 3 nochmal machen. Ba, ba, ba. Und dann gucken wir mal.
Okay, ich glaube, ich will den mit dem blauen Rubin als erstes haben. Aber nicht so. Ach, scheiße. Too bad, ja, habe ich gesehen. Okay, warte. Wir fangen mal bei dem an, würde ich sagen. Du. Natürlich. Jetzt kommt dieser Rubin sofort angefahren. Ja, ich glaube, es ist die bessere Variante, oder? Vor allem, das werden auch die schwersten sein. Die ganz außen. Oh, ganz knapp verfehlt. Ja, aber ich glaube, das ist... Ich glaube, wir müssen die als erstes machen. Sonst haben wir andersweitig Probleme dann. Ba, ba, bam. Ich glaube, die sind schwer abzupassen. Und ich denke, so ist tatsächlich die beste Methode, die... Ich hätte halt ein bisschen früher losfliegen müssen. Ist trotzdem schwer abzupassen, finde ich. Jo, okay, da haben wir den ersten. Dann würde ich sagen, gehen wir direkt mal zu dem hier. Sehr gut. Dann prügeln wir uns weiter in die Mitte durch. Und dann machen wir einfach den hier. So, dann würde ich, glaube ich, ganz gerne den ganz... Oder? Ne, ich mach den hier. So. Und dann warten wir noch auf den grünen. So, das ist nochmal ein bisschen Glückssache. Jo, damals. Geil. Das lief gut und das in einer Minute. Sehr schön, Leute. Freue ich mich. So. Amazing! Ja, and for Trees Day. Ah, und ich krieg nur so ein Skulltula-Token. Okay. Ah, es ist Link, versteckt euch. Okay, Leute, das war's jetzt mal von mir. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren. Bis zum nächsten Mal zu Ocarina of Time und Majora's Mask Randomizer. Tschüssi!